Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zur Schicksalsklinge HD. Wir wandern heute nach das Bota. Das sollte je nach Wetter 1 bis 2 Tage dauern und dann werden wir da mal ein bisschen für Ärger sorgen. Weiß nicht. Das Bota. Schon am Ortseingang merkt man, dass man hier nicht, was, willkommen ist. Das Piratennest riecht an allen Ecken und Enden nach Ärger. Na, das ist doch genau unser Fall. Ja, ganz dann. Der Weg wird von Meile zu Meile schlechter. In der Ferne könnt ihr eine Gestalt erkennen, die euch entgegenkommt. Auf 100 Schritt Entfernung könnt ihr erkennen, dass es sich offensichtlich um einen Jäger handelt. Wollt ihr? Ich wollte gerade sagen, an einem Tag werden wir es nicht ganz schaffen, aber an anderthalb. So, wir schauen mal. Wir erkundigen uns nach Gefahren bei dem Jäger. Oh ja, ihr solltet einen Bogen um das Poter machen. Das Nest wird nur von Piraten bewohnt, die so schlimm sind, dass man selbst beim Hetman darüber nachdenkt, den Ort auszuräuchern. Das Beste, was euch dort passieren kann, ist, dass man euch grün und blau schlägt, ausplündert und wieder aus das Poter rausschmeißt. Ein übles Kaff. Na, hervorragend. Ein kleiner Kutter segelt in eurer Richtung die Küste entlang. An Bord könnt ihr 2 Leute erkennen. Beachten wir den Kutter oder nicht? Winken wir den Leuten zu? Wir winken mal. Es wird kräftig zurückgewunken, während der Kutter seinen Kurs ändert, um auf euch zuzusteuern. Aha. Das Schiff legt direkt vor euch am Strand an. Eine Torwalerin springt von Bord und kommt auf euch zu. Effa zum Gruß, Reisende. Können wir euch vielleicht ein Stück mitnehmen? Ach, das ist aber nett. Ja, wenn ihr in unsere Richtung wollt. Wir sind nach Liasdal unterwegs. Wenn ihr wollt, können wir euch auch in Ortaje absetzen. Gestal und Ostbataille, das ist hier irgendwo, glaube ich, ne? Ich würde jetzt gerne die Karte ein bisschen bewegen. Nö, das hilft uns gerade nicht weiter, aber Dankeschön. Schade, wir hätten euch gern geholfen. Aber das war's wohl. Gute Reise! Nachdem ihr den Gruß erwidert habt, kehrt sie zum Schiff zurück und springt mit einem mächtigen Satz an Bord. Bald hat der Kutter wieder Fahrt aufgenommen und verschwindet am Horizont. Ja, Liasdal, Ortaje, da waren wir letztens erst. Wir wandern einfach mal direkt nach das Boot da rein. So, Frenja übernimmt die Führung und dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. So, auf der Ops-Karte dürften. Oh, hier gibt es direkt eine Herberge, Kneipe, alles Mögliche. Ein Bordell, okay, und ein Kartenhaus. Das ist ja auf der Karte halt überhaupt nicht als Herberge eingezeichnet, interessanterweise. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber in letzter Zeit habe ich hier immer diese Hänger im Spiel, wenn ich mich in Städten schnell umdrehe. Hier gibt es einen Laden. Auch der ist auf der Karte nicht als solcher ausgewiesen, interessanterweise. Das Lagerhaus, okay. Die sind hier alle nur als Orte von Interesse markiert. Und zwar jedes einzelne Haus, wie es scheint. Da ist die Welt zu Ende. Na gut. Kann man hier eigentlich runterfallen? Nicht so richtig, denke ich. Hops, hops, hops. Wee, wee, wee.
Nö. Hier ist noch eine Kneipe. Okay, also das Poter ist echt ein bisschen größer, als ich gedacht hätte. Und außerdem recht merkwürdig. Hinten gibt es drei Kneipen. Super verwinkelt auch hier angelegt, das ganze Ding. Hier führt eine Leiter nach oben. Können wir wahrscheinlich nicht benutzen, oder? Aber vielleicht doch, irgendwie müssen wir ja da hochkommen. Oder auch nicht. Vielleicht ist das da oben nur Deko. Tischler/Schiffsbauer. Wo sind wir denn reingekommen? Höhleneingang, Haus der Kapitäne. Das hört sich doch auch total gut an. Hier beim Bordell. Also wir sind jetzt fast eine Runde rum. Ach, und da gibt es eine Brücke von da drüben. Da kommt man hoch. Ja, ein bisschen verwinkelt ist das Ganze natürlich schon, ne? Wo wollen wir denn anfangen? Das ist noch ein Bordell. Aber wir können erstmal gucken, ob man hier überhaupt irgendwie einkehren, schlafen, irgendwas kann. Und dann gucken wir vielleicht mal beim Lagerhaus vorbei, ob man da wirklich Kram verkaufen kann oder nicht. Hier ist das Haus der Kapitäne. Das wäre vielleicht auch ein interessanter Anlaufpunkt. So ganz schlau werde ich aus dieser Stadt noch nicht. Vielleicht sollte ich auch speichern, bevor ich hier irgendwo reingehe. Wir schauen mal. So, Bordell Sonjas. Die Luft im ausgesprochen rötlich dekorierten Empfangsraum ist geschwängert von schweren Düften und dem unverkennbaren Geruch von verräucherter Rauschgurke. Auf einem runden Sofa in der Mitte sitzen drei leicht bekleidete Damen und ein geschminkter, beinahe vollständig entblößter Halbelf. Sie sehen euch verwundert und etwas abschätzig an. Eine fünfte Frau kommt euch mit wogenden, gigantischen Brüsten entgegen und fragt mit hochgezogenen Augenbrauen, was kann ich für euch tun? Offensichtlich eine ganze Menge, nichts, ein andermal vielleicht, oder ich glaube, wir sind für falsch. Offensichtlich eine ganze Menge. Meine Jungs und Mädels haben wirklich eine Menge zu bieten. Mehr als sich selbst die erfahrensten Raja-Dienerin vorstellen kann. Aber ich bezweifle, dass sie ausgerechnet euch zeigen werden. Sie haben schließlich auch ihren Stolz. Es gibt Leute, die für die bezahlen. Schämen sie sich ihres Aussehens so sehr oder ihr unterschätzt unsere Fähigkeiten, Verehrteste? Wir fragen mal, ob die sich ihres Aussehens so sehr schämen. Es ist zwar kaum vorstellbar, dass meine Mädels mit euch Schwierigkeiten haben werden, aber vielleicht bekommt doch mal einer einen Kratzer. Und sowas ist schlecht für das Geschäft. Während dieser Worte zieht sie an einer Kordel und drei bewaffnete Hünen stürmen in den Raum. Hippie. Das war schon mal erfolgreich. So, lassen wir jetzt zu uns kommen. Ja, wir könnten eigentlich auch zu denen gehen. Wir schauen mal. Ach, die bleiben da hinten nur, gucken da rum. Attackepatzer. Ach, und er hat Gift dabei. Ist ein Glück. So, trägst du deinen Bogen in der Hand? Verehrteste Rhiannon, es erweckt beinahe den Anschein.
guck mal. Du hast deine Armbrust in der Hand, aber ich glaube, keine Munition dafür, ne? So, Frenja, komm mal ran hier. Zeig dem Typen mal, wie sehr so ein Schneidzahn schmerzen kann. Dann Isora stellt sich mal hier hinter. Angriff fehlgeschlagen, nicht so brillant. 10 Lebenspunkte, na, das war doch mal ordentlich. So, Isora auch vergiftet. Klasse. Ein Lebenspunkt. Du wartest kurz, Frenja. Was? Er rennt weg. Er ist geflohen. Sieh mal eine an. So, Isora sollte ein bisschen zur Seite gehen, vor allen Dingen. Komm mal hier rüber. So, und dann brauchen wir einmal Heilung, Clarum Purum. Kostet hoffentlich nicht so viel. So, und dann greifen wir uns hier gleich den nächsten. Das hat auch ordentlich weh getan. So, Frenja braucht noch eine Waffe. So, Rondriel tritt etwas näher. Von hier aus keine Schusslinie. Und verbockt es. So, wer ist vergiftet? Andrasch ist vergiftet. Ja, wie kommen wir denn an Andrasch ran? Steht ja ganz da hinten. Das tat hoffentlich ordentlich weh. Ja. Und da liegt er auch schon. So, bei Andrasch hat das Gift getickt. Wir sind also zu spät. Ob der hier hinten eine vergiftete Waffe hat, haben wir noch nicht rausgefunden. Er hat zumindest noch keinen Giftschaden verursacht. Achso, du kannst mal ein bisschen dichter herangehen. Dann kannst du vielleicht auch mal ein Schwert zuschlagen. So, dann nimm mal deinen kleinen süßen Konchoma zur Hand. Für 14. Na, das kann sich doch sehen lassen.
und da liegt da. Wir haben gesiegt. So, nu? Oh. Menge Kram. Das Geschmeide sollten wir wohl mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, ob davon irgendwas magisch ist. Eine edle Robe, noch eine. So, dann schauen wir mal. Bisschen überlastet. Rondre könnte die edle Robe tragen. Die dürfte wohl seine Astralregeneration unterstützen. Wir müssen mal rausfinden, ob das Zeug irgendwie magisch ist bei Gelegenheit. Okay, also übernachten konnten wir hier schon mal nicht. Ich speichere kurz. Und dann schauen wir mal, ob wir dort nochmal rein können. Keiner öffnet euch. Das ist nicht weiter verwunderlich. So, dann würde ich sagen, wir gucken mal beim Kartenhaus vorbei. Beim Lagerhaus. Hier so mitten in der Stadt übernachten. Darauf habe ich eigentlich relativ wenig Lust. In einem großen Gebäude herrscht reger Betrieb. Ständig werden Güter fragwürdiger Herkunft hinein- oder hinausgetragen. Hinter dem Tor steht ein Mann mit den Händen in den Taschen, der Anweisungen erteilt. Als er euch sieht, herrscht er euch an. Verschwindet hier. Ihr seht auch, dass ich zu tun habe. Dass sie mich zu sehen, Faulpelz, oder ist aber wichtig, oder stören wir etwa? Es ist aber wichtig. Der Lagerverwalter seufzt laut vernehmlich, ehe er sich zu einem knappen Also herablässt. Ja, der Chef will sofort die Beute von gestern, und zwar die ganze, haben wir uns verstanden. Oder etwas mehr Höflichkeit, wenn ich bitten darf, habt Respekt vor den Helden von Ferdor. Helden von Ferdor. Oder wir bräuchten Segeltuch, wenn es möglich ist. Bräuchten Segeltuch? Ja, wir fragen mal nach Segeltuch. Dann geht zum Segelmacher. Wofür ist er denn sonst da? Damit wendet er sich wieder seiner Arbeit zu. Es ist aber wichtig. Der Chef will die Beute haben. Der Mann schaut euch ungläubig an und winkt dann vier seiner Helfer herbei. Werft sie hinaus, und zwar nicht auf die sanfte Tour. Oha. Okay. Was haben wir denn da? Piraten. Piraten haben, glaube ich, keine vergifteten Waffen, üblicherweise. Ach, jetzt haben wir alle die falschen Waffen in den Händen, ne? Ah! Ja. Einer? Ja, okay. Das ist zu verschmerzen, denke ich. Ah! So, dann stürzen wir uns mal auf sie mit Gebrüll bei Gelegenheit. Vianon zum Beispiel, ne? So, Frenja kann nochmal die Axt zur Hand nehmen. Na toll. So, Fioa schlängelt sich hier so ein bisschen durch. Na, Isora tritt zur Seite. Und dann kann Andrasch hier nämlich noch mit ran. Und den Piraten auf seinen fetten Wanst hauen. Oh, jetzt hat Rondre keine Schusslinie.
das kam nicht mal durch, wie es scheint. Aua. So, ja, dann lauf mal ein bisschen hier rum. Verpell den Piraten eine richtig so. Ja, du müsstest eigentlich auch noch warten, weil Fiora noch im Weg steht. Na, vielleicht können wir das von hier drüben. Ein Angriff hier. Ungefähr so. So, da rennt Frenja hier rum. Er kann jetzt leider nicht mehr die Waffe ziehen. In den Popo. Wie gemein. Ah, ich habe mich nach dem letzten Kampf gar nicht um unsere Waffen gekümmert, ne? So, da war die Parade. Rondril latscht schnell hier rüber. Piau. Mit der Schleuder. Gegen den Hinterkopf. So, die Bögen sind scheinbar so schwach, dass sie durch unsere Panzerung nicht durchkommen. Wird. Dann ist das wohl eine neue Kampfrunde. Aha, nehmt das. So, du bist der Nächste, mein Freund. Kann Rondril da durchschießen? Ich befürchte ja beinahe nicht mehr auf den hier. Hm. Mehr oder weniger. Schön. Okay, also die Piraten hier, nicht so krass. Oh, Isora ist, wieso ist ein Isora vergiftet? Noch vom Anfang. In der Zwischenzeit kann die ja schlecht getroffen worden sein. Ist das ein Lähmungsgift? Ne, sie ist irgendwann nochmal dran. So, Heilung. Clarum purum. Clarum purum! Ah! Kostet immer 5 Astralpunkte der Spaß. Noch Leute. Wenn wir nicht treffen, zieht sich der Kampf natürlich so ein bisschen. Oh nein.
ein. Rondril wurde getroffen für 5, aber ohne Gift. Und er liegt da. So, du musst warten. Fiora kommt hier herum. Oh, für 17 gleich. Der könnte also relativ schnell umfallen. Bei 26 sind wir, glaube ich. 29. Pariert. 33. Und 39. Also so um die 35 ungefähr. So, Frenja bekommt ihre Axt wieder. Ich nehme mal einfach alles mit. Auf in den Kampf. Hä? Was? Ich bin noch nicht mal dazu gekommen, mein Inventar zu sortieren. Wieso bin ich jetzt in den Kampf reingeraten hier? Ziehen wir uns erstmal ein bisschen zurück wegen Gift und so. Ach, wir chillen einfach hier vorne. Die Sora ist da ganz gut in Deckung. Ach, du traust dich vor. Oder du. So, wen schnappen wir uns denn? Ihn hier vielleicht. Ne, ihn können wir, glaube ich, ganz gut umlaufen hier. Ach, die Streunerin sollten wir vielleicht auf Scorn nehmen. Könnte sein, dass sie eine vergiftete Waffe hat. Jetzt hier. Ich will nur gucken, wie teuer der Zauber ist, beziehungsweise was für eine Reichweite der hat. Beherrschung, Banbaladin. Reichweite, 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 3 Schritt passt genau. Banbaladin. Ups. Und schon haben wir eine neue Freundin. Springt Andrasch hier in diese Bresche hinein. So, und Isora. Eigentlich wollte ich sie hier hinten rumrennen lassen. Das bringt aber auch nicht so viel. Dann warte mal kurz. Oh, für 11. Das war doch schon mal gut. Nochmal 11. Okay, also von Rüstung scheinen die Leute hier nicht viel zu halten.
Dann warte kurz. So, dann können wir hier nämlich den Bogenschützen schon mal ein bisschen bearbeiten. Drei, ja, gut. Schade. So, da liegt er. Ja, wenn Frenja den die ganze Zeit verfolgen muss, bringt das natürlich relativ wenig. Kapazza, was passiert? Waffe fallen lassen? Ja. Okay, die Waffe gibt's also noch. Ja, warte mal kurz, bis die Streunerin dran war. Ja. Hm. Ich glaube, wir müssen gleich mal rasten. Ich hätte gerne einen Eisenrost. Eisenrost! Ist nämlich der Beherrschungszauber abgeklungen. Ja, vielleicht haben wir es auch provoziert, indem wir den Eisenrost auf sie gesprochen haben. Das weiß ich nicht. Ganz außenrum, bitte. Ach, arme Frenja. Ja, du hast keine Waffe. Das heißt, die Lücke hätte eigentlich direkt Frenja füllen können. Duellstab gegen Faust. So, lasst mich mal die Kamera drehen. Super. Ach, da liegt er schon. Ah!
So, die Sora tritt ein wenig zurück. Rhiannon. Ah, da könnte eigentlich ihren Bogen ziehen. Brauchen wir jetzt nicht schießen. Ach, Frenja wieder. Lebt immer noch. Och, Mädels, treff doch einfach. Und Andrasch natürlich auch. Na, da hat Frenja ja doch noch ihren Beitrag geleistet. Ach, was für Scheiß wir hier dabei haben. So, wir nehmen es einfach mal mit. Und dann kurz speichern. Und dann schauen wir mal, ob hier schon irgendwas Cooles dabei war. Hellsicht, Analyse. Nein, wo denn? Odem Arcanum. Okay, also bisher ist alles sehr unmagisch. Das heißt, wir können hier schon mal diese Strickleiter wegwerfen. Wir brauchen auf keinen Fall. Die Seile können auch weg. Wir können es hier nicht verkaufen, glaube ich, ne? So, alles, was jetzt nicht super wertvoll ist, werde ich einfach mal weghauen. So, wir schauen mal, was haben wir hier? Wenige Kratzer. Brecheisen. Oh, wie 90 Unzen. Wir haben irgendwo noch eins, oder? Andrasch? Ja. So, hier Flöten, Lauten und sowas brauchen wir auch alles nicht. Wie geht's mit deiner Waffe? Abgewetzt. Die geben wir also gleich mal Andrasch, der keinen Platz im Inventar dafür hat. Was hat ein Frenja für ein Instrument? Die hat auch eine Laute. Wenn jetzt hier irgendwie eine sehr coole Laute dabei gewesen wäre. Hätte man die natürlich mitnehmen können. Auf wie viel Scheiß wir hier dabei haben. Aber ein paar Bolzen haben wir bisher noch nicht gefunden, ne? So. Was hätten wir? Wie geht's der Axt? Wenige Kratzer, sehr schön. Hier weg mit dem ganzen Scheiß. Aber wie sieht's denn aus? Ich dachte, wir wären schon ein bisschen dichter am Aufstieg dran. Aber bisher Messingspiegel. Hier das Seil können wir wegschmeißen. Messingspiegel, keine Ahnung, was sie wert sind. So, die edle Robe ist auch komplett unmagisch. So, dann machen wir hier vielleicht mal ein ganz kleines bisschen Platz im Inventar.
So, dann sieht es doch schon wieder besser aus. Vielleicht gehen wir einfach mal zum... Hier gibt es auch so viel. Ein Schiffsbauer gibt es ja auch. Ja, vielleicht gehen wir mal zum Haus der Kapitäne rüber. Und schauen, ob es da irgendwas Cooles gibt. Ja, vielleicht rasten wir auch vorher einmal. Ja, das ist eine gute Idee. Speichern, rasten. Und dann schaue ich gerade auf die Uhr und stelle fest, es wäre auch schon wieder... Zeit eigentlich die Folge zu beenden. Achso, Moment. So, wer hat denn hier ein bisschen was eingebüßt? Andrasch könnten wir ruhig mal heilen. Isora müssen wir zwingend heilen. Ja, dann rannst du auch mal ein bisschen raus. Ich denke, wir werden hier in das Pota ein bisschen länger sein. Heilkundewunden bei Isora 17, sehr gut. Und Heilkundewunden bei Andrasch für 13. Auch sehr gut. So, und jetzt einmal schlafen. Wir gönnen uns ruhig die vollen 8 Stunden. Wann wir hier durch diese Stadt ziehen, ist eigentlich komplett egal, ne? Die Tageszeit. So, wie sieht's denn aus? Einer fehlt. Voll. 3 fehlen. Einer fehlt. 3 fehlen, 2 fehlen. Astralenergie 16. Haben wir eigentlich noch Tränke? Du hast 4, du hast noch einen starken Zaubertrank, sehr gut. Schamanentränke. Wir haben auch noch den ein oder anderen Heiltrank. Vielleicht geben wir den hier Frenja. Ja, dann würde ich sagen, für heute war es das erstmal. Und dann schauen wir uns beim nächsten Mal das Haus der Kapitäne an, denke ich. Und mal gucken mal, ob hier auch irgendjemand ist, der nicht komplett auf Stress aus ist. Aber für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.